ja. Das ist der Rosenstrauß. Randale. Haben wir den Park zerstört. Warum machst du das? Hast du denn keinen Respekt für alle Leben bewiesen? Wir kommen und machen die Naturblumen kaputt. So muss das. So gibt es hier noch mehr zu zerstören. Mit dem Holz sammeln. Atem macht mit, wenn zerstören. Wir würden auf dem Schiff, Atul. Haha, einfach nur perfekt, Bambina. Das war ein schöner Strauß. Dein Daumen ist so grün wie dein Hut, wie jemand mal gesagt hat. Und mein Hut ist rot. Und wie du siehst, hat sich niemand aufgeregt. Nein, niemand. Niemand hat etwas mitgenommen bekommen. Nein. War ja wirklich nicht nötig, so ein großes Ding daraus zu machen, oder? Jetzt darfst du sie mir aber gerne geben. Ich werde gut auf sie aufpassen. Das Eschenholz haben wir jetzt auch. Jetzt brauchen wir nur noch Glas. Vielen Dank, Erdnüsse. Werde auf diesen Strauß aufpassen. Gut, kehren wir aufs Schiff zurück. Taktloses Einkaufen. Glas. Okay, hier ist er nicht. Da ist er. Erdnüsschen, sieh dir diese Juwelen an. Die sind für dich, Bambina. Nein, 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 nein. Kein Grund für Erklärungen. Nimm sie einfach. Sind ein Geschenk. Strahlende Halskette. Hurra. Haben wir jetzt noch irgendwas? Ah, Surf und Turf sollen wir bereiten. Keine Ahnung, was wir dafür brauchen, aber Rezepte, da steht's vielleicht. Gutes Hühnchen. Haben noch einige Rezepte nicht gemacht. Eine Karte können wir machen. Noch ein paar Getränke gibt's hier. Surfen durch Rindfleisch und Krebstier. Das haben wir noch gar nicht. Müssen wir weiter angeln. Dann angeln wir mal ein bisschen. Vielleicht gibt es hier Krebstiere. Ja, es wehrt sich hier ganz schön. Gemeine Goldmakrele. Ich war wirklich gemein. Das ist sehr gewehrt. Eine Flunder.
Tintenfisch. Komm, wir brauchen Krebs hier. Tintenfisch. Was ist los? Bei mir geht's nicht mehr. Königslachs. Aha. Oh je. So wirklich nicht zu fangen. Wir angeln hier die ganze Nacht. Ich brauche wohl eine härtere Angel. Und das, was werden soll. Hier ist nicht leicht zu fangen. Aber ich gebe doch nicht auf. Bis du müde wirst. Lass den Fisch müde. Ah, verdammt. Den sollen wir noch nicht angeln. Und wahrscheinlich ein Delfin dran. Tintenfisch. Ah, keine Krebstiere hier. Guck mal. Das ist doch ein Krebstier, oder? Explizit in etwas sein, was Krebs hier heißt. Krebs hier. Rindfleisch und Krebs hier, das muss doch. Rindfleisch. Na dann. Ich wusste es, da geht die Sonne auf. Angeln bis in den Morgen. Die Gemeinde schon wieder. So, ich hoffe, ihr habt ausgeschlafen.
Wir berühren mal wieder die Bäume. Und bitten sie ganz nett, das Zeug fallen zu lassen. So, wollen wir als nächstes hin? Glas wird nur besorgen. Eschenbretter können wir herstellen, während wir zum Ort fahren, wo es Glas gibt. Was für eine Rinderlizenz? Mhm. Silbererz doch noch. Ich brauche jetzt Glas. Fahren wir nochmal quer durch die Map. Ich bin auf Schaf gelüpft. Das sah fast so aus. Mit dem Stier sind Hütte bauen. Eschenstamm. Fürchterlich gesägt. Sind wir daran gestoßen oder was? Sieht fast so aus. Warum nicht? Schon wird's dunkel. Die Silberdachen haben wir gefunden. Ist doch irgendwo ein Goldstrachen dann. Ein Diamantstrachen. Was soll man da jetzt so bekommen? Hier kommen wir hoch. Vielleicht. Verdammt. Stunden später. Dafür ist noch nie was. Ja, und wie hochkommen, ist keine Option.
glaube, da brauchen wir einen höheren Sprung eigentlich, oder? Wollen wir die Sache jetzt abbrechen? Ich zweifle das. Das jetzt nur abbrechen können, das Event. Ein bisschen blöd. Ich habe eine andere Idee. Cheating. Nutzen wir einfach das Schiff dazu, um dort hinzukommen. Bewegt sich hier was? Das war knapp. Das Essen ist fertig. Oh, ein Sturm. Ganz hoch. Okay, ist. Da war ich elegant auf dem gelandet. Die nächsten sind wieder frei. Stella. Jetzt habe ich auf jeden Fall genug, um eine kleine Überraschung vorzubereiten. Oh, meine Geliebte wird vor Freude Luftsprünge machen. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Es macht einen Mordspaß, mit dir zu arbeiten, weißt du? Kein Witz. Jetzt muss ich nur noch den richtigen Zeitpunkt abwarten, das passende Parfüm wählen und voilà. Das wird einfach wundervoll oder grauenhaft. Mhm. Oh, aber Bambina, da fällt mir ein, ich habe dieses glänzende Ding. Ich hätte es dir schon früher geben sollen, aber ich war mit meinen Gedanken woanders. Und na gut, ich hatte es auch irgendwie ganz vergessen. Nimm es, das hat dich verdient. Ich habe keinen besseren Schnurr, wozu es gut sein sollte. Unbewusst. Ja. Nicht schlecht. Surf and Turf. Ein bisschen Kaffee ernten. Schluck Kaffee trinken. Was soll das? Ja, jetzt nicht, hat gerade einen Drachen besiegt. Ernte.
Ich Bude bauen. Etwas stimmt nicht. Ich spüre es in meinen Knochen. Hör zu, nur um sicher zu gehen. Könntest du auf dem Schiff die Augen nach meinem Ehemann offen halten? Vor allem nachts? Da wurde es Tag. Das weiß ich zu schätzen. Danke, Stella. Das Timing war echt geil. Nachts, Licht. Vögel Giovanni nachts. Aha. Das ist ein bisschen creepy. Okay. Na, jetzt können wir den schönen Palast bauen. Ach, die große Güte. Wieso der denn hinpassen? Nicht ganz hoch auf Stelzen. Hier gleich direkt neben seiner Sternzerstörungsmaschine. Warum nicht? Mini-Palast. Was Nahrhaftes, wie wäre es mit den Bären? Genau das meine ich. Du hast keine Zeit für Flirtefans. Wir müssen uns einen passenden Spitznamen für dich ausdenken. Mickey, was meinst du? Nicht wahr? Der gefällt mir nicht. Schon vergeben. Phantomschreck, der passt nicht. Gib ihm etwas Zeit. Oha. Luxuriös hat das hier. Der feine Herr. Vielleicht können wir hier ein bisschen Schweinefleisch zu Schnitzel machen. So, auf geht's, Glas holen und auch Arthurs Wunsch endlich erfüllen können. Eine Aufwertung. Das Bild braucht er. Eine Schmiede sollen wir auch noch bauen. Da müssen wir auch nochmal zurück. Da müssen wir nochmal durch die ganze Map nochmal zurück. Surfen dürfen wir es liefern. Hoppla. Wo ist denn er hin? Ist er hinter dir? Hinter die Kabine verschwunden. Das ist merkwürdig. Der plant da doch was. Oh je. Raumstamm. Ich hab Bretter. Und drei Eschenbretter. Schnitzel, jo. Müssen wir mehr davon machen.
Ich hoffe, das reicht für eine Schnitzel. So, auf geht's. Sieht verrückt aus. Das Schiff sieht immer verrückt aus. Noch mehr Schnitzel. Und jetzt haben wir leider keinen. Das sehe ich mir noch auf. Ich soll wieder Öl haben. Das können wir ja herstellen. Das ist ja eigentlich nicht so schwer. Müssen wir nur mal hoch zum Zerkleinerer. Erstmal gießen. Da fängt es an zu regnen. Immer wenn man die Pflanze gießt, fängt es an zu regnen. So muss das. Nein, Arthur. Genug von. Okay, 15 Öl reicht vielleicht fürs Erste. Natürlich, lass uns weiterfahren. Bitte. Wo war dieser Dreckskerl letzte Nacht? Hat offensichtlich nicht in seinem Bett geschlafen. Stella, es ist genau wie ich befürchtet hatte. Ich wusste doch, dass ich es mir nicht nur eingebildet habe. Etwas war nicht in Ordnung. Außerdem kam ein Brief für ihn. Ich wollte ihn nicht öffnen. Hier, liest du ihn. Bitte. Behalte ihn für mich im Auge. Folge ihm. Vielen Dank, Stella. Aha, der ist so gerade in der Nähe. Den Brief sollen wir lesen. Und den. Giovanni, mein Schatz, ich sehne mich nach deinem Berühren. Jeden Tag ohne dich ist reine Folter. Triff mich in der Dämmerung. Ich werde in meinem Haus in Augsburg auf dich warten. Deine einzige Liebe, Jennifer. Oha. Da kracht's in der Beziehung. Wie gibt die Nockensbury? Da wollten wir eh hin. Gleich nachdem wir hier Glas gesammelt haben. Die dauern natürlich nicht genauso lange. Das dauert ja eine Ewigkeit bis quer durch die Map. Nicht Liebe, sondern ja. Krieg im Paradies. Zwei Liebenden. Machen sich Ärger. Oh cool. Ein Gartenstuhl. Jetzt sind wir durchs Eis gefahren.
Eine lange Treppe hinauf. Wow, was für ein Luxus. Ich würde noch mal rausfinden, ob wir irgendwie diese Hütte abreißen können.